In diesem Video möchte ich zeigen, wie man mit dem kleinen, aber feinen Tool Trafilatura Content von Webseiten laden kann. Ich hatte neulich schon mal ein Video zu Trafilatura gemacht, aber der Entwickler Adrian Barbaresi hat auf meine Anregung hin eine hübsche neue Funktion implementiert und deswegen möchte ich auch das Video gerne updaten. Wir kennen alle das Problem, wenn wir Content von Webseiten ziehen wollen, zum Beispiel für korpuslinguistische Analysen, dass wir, wenn wir den Text einfach mal mit Steuerung A markieren würden, sehr viel mehr hätten als den eigentlichen Artikeltext. Wir können natürlich jetzt hergehen und es ein bisschen manueller machen und mal hier jetzt so das markieren, was wir brauchen. Wir interessieren uns auch für die Kommentare. Dann haben wir aber eben auch noch hier sowas drin wie diese Navigationstexte, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Und wenn man das jetzt in Word aussieht, naja, das ist halt recht chaotisch. Man müsste dann noch sehr viel manuell nacharbeiten. Wir können natürlich hergehen und nur den Text übernehmen. Dann sieht es schon ein bisschen besser aus. Aber das Problem bleibt, dass wir hier sowas drin haben, wo wir uns doch eigentlich nur für den eigentlichen Artikeltext interessieren. Und genau für diese Aufgaben gibt es ein kleines Tool, was Trafilatura heißt, das man sich hier unter dieser URL besorgen kann. Man muss einfach nur diesen Befehl pip install Trafilatura in der Command Line eingeben und dann installiert sich Trafilatura von selbst. Ich habe meine Command-Line immer hier unten schon aufrufbar. Ich werde unten noch ein paar Links hinsetzen, wie man auf den einzelnen Systemen Mac und Windows die Command-Line jeweils aufruft. Und in der Command-Line können wir jetzt auch Trafilatura aufrufen. Dazu können wir einfach den Befehl eingeben. Das wird auch automatisch ergänzt. Und dann können wir hier mit U die genaue URL angeben. Kopieren wir uns raus. So, und dann haben wir jetzt, wenn wir das mal kontrollieren, haben wir jetzt hier nur den eigentlichen Text und genau diese Sachen hier, voriger Beitrag und so weiter, das fehlt hier, also tatsächlich nur der eigentliche Artikeltext. Trafilatura kann aber noch mehr, denn es gibt die Möglichkeit, über die Option -XML dann Output als sauberes XML-Format auszugeben. Und dann wieder -U. So. Und wir können auch jetzt das Ganze direkt in eine Datei reinschreiben. Das geht zum Beispiel so. Ich speichere das mal auf meinem Desktop unter trafilatura.xml. So sieht das Ganze dann aus. Wir sehen also ein sauberes XML-Format, in dem die Quelle genau angegeben ist, allerdings als XML-Attribut, sodass wir zum Beispiel in Programmen wie endconc genau diese Information bei der Auswertung des Textes ausblenden können. Und in diesem XML-Format sind jetzt auch die einzelnen Textteile sauber ausgewiesen, zum Beispiel Zwischenüberschriften, Zitate, die auf dem Blog nochmal gesondert ausgezeichnet sind. Und auch die Kommentare unten sind als solche ausgewiesen. Wir können, wenn wir uns für die Kommentare nicht interessieren, auch hier diese Funktion hier noch zusätzlich angeben. No comments. Zack, jetzt sind die Kommentare nicht berücksichtigt. So, und dann haben wir jetzt noch eine neue Funktion in der neuesten Version von Trafilatura, dass wir gleich ganze Listen von URLs übergeben können. Wenn wir also nicht nur eine Internetseite runterladen möchten, sondern gleich mehrere. Hier jetzt mal nur beispielhaft 4 Posts von meinem Blog fußballlinguistik.de in einer Datei gespeichert auf meinem Desktop URLs. Und das können wir jetzt so aufrufen, Trafilatura, wieder -XML. Wir nehmen auch wieder hier die Kommentare nicht mit auf und jetzt einfach -i
den Pfad zu dieser URL-Liste. Und wir speichern auch das wieder in eine Datei. Die ich jetzt mal so nenne. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, zumal nach jeder Webseite immer so eine kleine automatische Pause eingebaut wird, weil viele Server blockieren, wenn man zu viel runterlädt. Und insgesamt würde ich vielleicht empfehlen, nicht allzu viele Seiten auf einmal runterzuladen, aber so 10, 100 oder so, das sollte schon gehen. Hier haben wir jetzt hier diese Liste wiederum. Jeder einzelne Text ist hier die Quelle genau angegeben. Und so haben wir jetzt also mit wenigen Klicks schon ein kleines Korpus aufgebaut, das wir dann analysieren können. Das Schöne bei XML ist, dass man jetzt auch über reguläre Ausdrücke einzelne Textteile gezielt ansteuern kann. Hier mal nur ein Beispiel mit diesem Suchausdruck findet man jetzt hier farblich hervorgehoben alle Quotes, die ich in meinen Blogtexten untergebracht habe. Und wie gesagt, in EndConc gibt es die Möglichkeit, dass man diese Tags, die in diesen spitzen Klammern eingefügt sind, dass man die gezielt ausblendet, sodass man dann auf diesem Wege nur den eigentlichen Text berechnen kann. Es ist wirklich ein sehr nützliches Tool. Man braucht überhaupt keine Programmierkenntnisse und kann sich trotzdem auf recht schnellem Wege Corpora aufbauen. Ich werde unten auch noch einen Artikel von Noah Bubenhofer verlinken, in dem er erklärt, wie man sehr bequem und halbautomatisiert Listen von URLs anlegen kann. Und in Kombination ist es wirklich möglich, ohne allzu großen technischen Aufwand in kurzer Zeit sich Corpora in einem wirklich vielfältig nutzbaren und auch nachnutzbaren Format anzulegen. 100-mal besser auf jeden Fall, als den Content einfach in Word-Dokumente reinzuladen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Ich blende hier nochmal die Internetseite ein, wo man Travelator runterladen kann. Und mein großer Dank an Adrian Barbaresi, der das Tool entwickelt hat und kostenlos zur Verfügung stellt. Also nochmals viel Spaß beim Nachmachen.